Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde Let's Play Mario Kart 8. Schön, dass du wieder dabei bist oder nur dabei, dann sage ich einfach mal, stell dir vor, ich reiche dir die Hand und sage Hallo und sei gegrüßt oder klopfe dir auf die Schulter oder sage dir, hey Bro, stell dir einfach irgendwas in der Art vor oder so, was dir gefällt oder lass es sein und stell dir einfach, sei gegrüßt oder so. Ja, im letzten Grand Prix haben wir nicht alle Sterne gekriegt, es sieht unschön aus, ich gebe es zu, aber shit happens, that muss nicht sein. Hauptsache, wir haben alles gemacht. So, heute geht's nämlich weiter mit dem nächsten Grand Prix, aber zuerst haben wir einen neuen Charakter. Oh, wer ist es? 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 Oh, ist Lemmy, 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 nicht Larry. Lemmy, 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 Lemmy. Den nehmen nämlich auch sehr viele, weil er irgendwie witzig sein soll. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich will nicht unbedingt den Charakter heute nehmen, aber ich glaube, ich entscheide mich doch dafür, komm. Nehmen wir heute den Lemmy, ja, wuhu, und so weiter. Ich bleib mal bei der Konstellation, die wir letztes Mal hatten mit Mario, weil die war nicht so schlecht. So, da muss ich mir mal kurz notieren. Denn der nächste Grand Prix ist Lemmy, Lemmy, lass das dich, ist der. So, der nächste Grand Prix ist nämlich der Panzercup. Tut mir leid, das habe ich verschwitzt beim Endscreen gestern, das ist aber auch wurscht. So. Wieder zurück zum Panzercup. Uhu. Die ersten vier Rennen Grand Prix habe ich da uns gebracht. Die nächsten vier warten sogleich. Die nächsten vier warten sogleich nach diesem unglaublichen, atemberaubenden, ominösen Ladebildschirm. Aber jetzt sind wir nach einem ominösen Ladebildschirm bei der Kumu-Weide von der Wii. Hallo, da komme ich und da sind wir zurück. Und diesmal ist rechts kein Ochse. Obwohl er einen Ring in der Nase hat. Wie auch immer. So. 3, 2, 1 und go. Ich bin mit Lemmy noch nie gefahren. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Nimm das, größer Bowser. Knops. Ja, der kleine Lemmy ist nicht zu unterschätzen. Seine bunten Haare zeugen nicht nur von einem Punk-Dasein, sondern auch von einer gewissen Eigenart. Die wir hoffentlich hier auf der Strecke wiederfinden. So, aber wir fliegen erstmal schön durch die Lüfte. Erstmal durch die Lüfte fliegen wir hier. Die Lüfte fliegen wir hier. So. Und Vögel vertreiben. So, die erste Runde haben wir gut absolviert. Es war ganz okay. Es war jetzt nicht so schwer. So, und links durch die Kühe. Schon wieder diese herumstreunenden Kühe mit Eutern und Kühen und Glocken und Ringen durch die Nase. Mann, 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 Mann. So, und wieder mal fahren wir außen rum, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Wow. Wowza. Und fliegen wieder durch die Lüfte. Na, wir hier in Texas haben immer wieder die Erscheinung, dass wir auch in der dritten Runde eine gute Position halten können. Doch auch wenn ein Blooper uns mal kurz die rechte Seite etwas verbildet, macht es nichts, denn wir können unser fahrerisches Können dazu in der Lage benutzen, dass wir Fähigkeiten können. Was? Oh, wir haben den letzten überholt. Es war Todd, er hing irgendwie zwischen den Kühen fest. Auch nicht schlecht. Damit haben wir auch unser erstes Überrundungsdebüt. Finde ich cool. Und da haben wir den nächsten, den wir umrunden können. Warum sind wir denn so schnell? Habe ich den falschen Cup ausgewählt oder was? Nö. Obwohl, wir haben schon einen echt riesigen Vorsprung gehabt. Wow. Einen riesigen Vorsprung auf Wendy. Ernsthaft jetzt. Wir hatten eine halbe Strecke, eine halbe Runde, wenn ich mir das hier auf dem Display so angucke. Kann ich ja mal kurz beschreiben. Wir haben hier, gerade jetzt sind die erst durchs Ziel gefahren. Meine Herren, was hatten wir denn da für einen Vorsprung? Ist denn der kleine Lemmy vielleicht so ein Geheimtipp, von dem ich noch gar nicht gewusst habe? Ich habe mir bisher immer Luigi für einen der besseren Charakter gehalten. Notiere, aufschreiben und nochmal nachmachen. So, aber mal gucken, ob wir das wiederholen können im nächsten Rennen. Und der kleine Lemmy fuchtelt mit den Armen rum. So. Aber wir waren im 100 Kubik Cup, oder? Ja, wir sind im 100 Kubik Cup, denn jetzt sind wir wieder zurück in GBA Mario's Pitster. Etwas aufgebessert.
Oder aufgewertet. Keine Ahnung. Sucht euch eine Begreiflichkeit dafür aus. Keine Ahnung. So. Zweites Rennen. 3, 2, 1 und let it rip. Und da sieht man wieder, Wendy und Bowser sind vorne mit dabei. Mal gucken, ob wir heute wieder so gut da vorne bei sind. Der ist aber auch schnell, der Lemmy. Muss ich schon sagen, er wirkt ein bisschen schneller als den Rest, den ich bisher hatte. Und schön in den Kurven liegen und yay, aber Bowser hat sich natürlich ein bisschen nach vorne. Oh, 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 please, nein, 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 ungünstig. Da sind wir dem einen Panzer ausgewichen und da ist unsere Schwester, die Kupak-Schwester, hat ihm einfach mal einen Panzer von hinten reingedrückt. Und klaut uns jetzt auch noch das Item. Oha, und hat eine Piranha-Pflanze, das gefällt mir nicht. Und wir kriegen durch den dicken Kupak-Bowser-Panzer auch noch ein bisschen Windschatten vor allem. So, und wir sammeln unsere Münzen herrlich fein ein. Ich glaube, das hier wird ein Grand Prix der Koopas im Panzercup. Ist ja nicht umsonst Panzercup. So, nicht weil es hier kanonentechnisch richtig zur Sache geht mit Kettenantrieb und so. Nein, Segen mit den ganzen Panzern. So. Oh, ich wollte gerade nach hinten gucken. Ich glaube, der Lemmy ist echt ein Geheimtipp. Zumindest wenn ich im Internet lesen kann und den auch schon woanders als sehr toll erfunden hat. Aber wir sind jetzt in der dritten Runde und haben einen roten Panzer. Und ein Blooper, der uns diesmal wirklich das komplette Sichtfeld verhunzt, wollte ich gerade sagen, verkleckst. So, und whoopsie. Und hier in die Kurve, in die Kurve, in die Kurve, in die Kurve. Und hier in die Kurve, in die Kurve, in die Kurve, in die Kurve. So. Dup, dup, du. Dup, 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 du. Stup, dup, du. Stup, dup, du. Möwenpflicht da weg. Möwenpflicht da weg. Und da ist Wario einfach mal durch die Pampa gedroschen. Achso, das war gar nicht Wario. Es sah wirklich aus wie Wario. Es war Bowser. Okay. So kann man es sich täuschen. So, und wie sieht die Endtabelle jetzt aus? Wie auch bisher immer in den Grand Prix, bis auf den anfänglichen, lese ich jetzt erst die Liste vor, für alle, die sich wundern, weil die erste Runde, die lohnt sich ehrlich nicht. So, wir sind auf Platz 1 mit 30 Punkten, 2 Siege in Folge, lohnen sich wirklich. Wendy und Bowser sind gleich auf, haben damit 22 Punkte und sind auf Platz 2. Und wenn man die 2 und die 2 zusammenzählt, ist das bald 20. Naja, gut, eher im Programmieren und im Plus, egal, das ist was anderes. Auf Platz 4 ist die Toilette. Mit 18 Punkten, auf Platz 5 der Donkey Kong mit 15 Punkten, auf Platz 6 ist der gute Baby, das gute Baby Mario, der die das Baby Mario, oder? Keine Ahnung. Baby Daisy, jetzt sind wir schon wieder bei Babys, Daisy und Waluigi teilen sich Platz 7, ich glaube, die sind auch ziemlich gleich auf. Daisy schreit und Waluigi ist einfach nur dünn und penetrant irgendwie, keine Ahnung. Beide teilen sich nämlich Platz 7 mit 11 Punkten, der Shy Guy auf Platz 9 mit 8 Punkten, Metal Mario Platz 10 mit 6 Punkten, Iggy auf Platz 11 mit 5 Punkten und auf Platz 12 Todd mit 2 lächerlichen Punkten. Das Rennen, was er vorher abgeliefert hat und zwischen Kühen hängen bleibt, kein Wunder, dass er so weit hinten ist. So, und schon weiter geht's, direkt mit dem weiteren Rennen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir sind hier echt rasant. Das kann man wohl nicht anders sagen. Und nur ein kurzer Boxenstopp im Sinne dieses Ladebildschirms. Und weiter zurück. Zum Cheap Cheap Strand, der ganz billig ist wegen Cheap Cheap und so. Ha. Vom DS. Nun in den 100 Kubikmetern. So. Ein drittes Rennen. 3, 2, 1 und let it rip. Dip, dip. So, oh, Toilette. Hey, Toilette ist aber nett und hey. Hey. Komm ich weg. Der Pilz. Der Pilztopf, das klingt komisch, der Pilztopf dotzt mich hier weg, ey. Wie geht das denn? So. Das lassen wir nicht auf uns sitzen, nein, nein. Münze und Münze, Münze. Jetzt habe ich allein schon 6 Münzen durch die eine Passage da gekriegt. So, und hier Münzen und da Münzen und ich eins alle. Get me all, give me all these coins, please. So, und hier etwas in die Kurve rein. Und wir kriegen schon wieder eine Münze. Ich hätte aber auch doch gerne mal manchmal irgendein anderes Item.
Das ist. Münzen sind zwar toll, aber auch ein anderes Item ist bestimmt nicht schlecht. Egal, vielleicht kriegen wir das jetzt in der zweiten Runde hier. Meine Stimme geht gerade ein bisschen flöten. Möchte ich hier kurz am Rande bemerken. Und schon wieder kriegen wir eine Münze. Münze. Das Rennen kann man, glaube ich, unter der Überschrift Münze. So, unter Titeln. So, und wieder eine Münze. Meine Herren, wir kriegen ja nur Münzen. Ja, jetzt haben wir Münzenverlust. So, und dann sammle ich halt wieder alle Münzen ein. Das ist ja kein Problem. Wollen wir raten, welches Item wir jetzt bekommen nach der Fragezeichenbox? Es ist... Oh, eine Bananenschale. Wirklich mal ein Item, was man benutzen kann. Und nicht nur ausgeben. So. Und über die letzte Rampe. Wuhu. Und jetzt sind wir in der letzten Runde der Runde 3. Hier am Schiebstrand. So, mein Gott. Und wir haben weiter unser Item behalten. Und Münzen verloren. Verdammte, wie kann das nur sein? Wie können wir nur verlieren diese Münzen hier? Das ist doch unsagbar und schwer. So, und hier driften. Und hüpfen. Und drehen und zwirbeln und mit den Händchen wibbeln und wampeln und winken. Wow. Die Banane ist zwar nicht das ultimative Verteidigungs-Item, aber besser als eine Münze ist es auf jeden Fall. Würde ich doch mal so sagen. So, und we did it. Yay. We have done it. Done it. Ja, und da wappelt der Lemmy mit den Armen. Ich verwechsel die sehr gerne, weil die sich auch sehr ähnlich anhören und auch gewissermaßen bis auf die Haare und die Zähnlichkeiten auch ziemlich ähnlich aussehen. Wow. So, da juckt mein Auge. Wir sind auf Platz 1 mit 45 Punkten. Wenn die auf Platz 2 mit 32 Punkten konnte, sich die großen bösen Koopa Bowser durchsetzen. Mit 31 Punkten ist er nur noch auf Platz 3. Toadette ist auf Platz 4 mit 30 Punkten. Donkey Kong auf Platz 5 mit 21 Punkten. Baby Mario ist auf Platz 6 mit 18 Punkten. Auf Platz 7 ist Daisy mit 17 Punkten. Waluigi ist auf Platz 9 mit 14 Punkten. Auf Platz 9 ist Metal Mario mit 11 Punkten. Der Shy Guy platziert sich auf dem 10. Platz mit 10 Punkten. Toadette natürlich nicht. Ist natürlich schon viel eher da gewesen. Auf Platz 11 ist der Todd. Der konnte sich mit dem letzten Platz, mit 9 Punkten vom letzten Platz wegkatapultieren. Und damit ist jetzt Iggy mit 6 Punkten auf Platz 12. Mal wieder 11. So, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Und dem Ladebildschirm. Den haben wir noch nie gesehen. Ich wollte Ihnen schon mal diesen Ladebildschirm präsentieren. Der nur ganz kurz war, denn wir sind jetzt wieder zurück im auf Toads Autobahn von Nintendo 64 Remake. Remake it. So. Letztes Rennen. Bisher war es ganz gut, aber man weiß ja. 3, 2, 1 und let's go. Wir wissen ja schon vom letzten Rennen, es muss nichts heißen. Oh, hier ist die große Echse. Oh, babadibu. Hat er uns einfach mal weggerammt. So. Dann fahren wir hier außen entlang, sammeln uns ein Item ein und Münzen. In erster Linie Münzen, ja, wie man jetzt schon sieht. Wow. Denn jetzt fahren die Autos nämlich auch ein bisschen im Gegenverkehr. Eine Sache, die mir auch gut gefällt. Wow, das ging aber direkt an die Rübe. Das tut weh. So, auch wenn es nur eine Bahn ist, das heißt nichts. Man rechnet nicht damit und Bombs hängt man in der Wand. Im Auto. Oder im Krankenhaus. Keine Ahnung. Aber egal, hier gibt es ja kein Krankenhaus. Hier kriegt man einen Bumerang gegen den Kopf und ist alles okay. Praise. So, jetzt würde ich nämlich gerne mal diesen Gleiter hier benutzen. Let's do this. Und, ouch. Fahren wir einfach mal gegen die Leitplanke. So, in aller Ruhe fahren wir außen dran vorbei. Und machen den Triple Up. Da.
Auch hier ist es wieder relativ ruhig. Ich kann mal, glaube ich, auf die Karte gucken. Ja, wir haben wieder einen guten Vorsprung auf Bowser, der auf Platz 2 ist, sehe ich gerade. Teilweise auch ein bisschen schade, dass man nicht intern das sieht. Und da werden wir einfach mal weggeschoben. Genau das meinte ich nämlich. Und da haben wir nicht gerade wenig Münzen verloren. Aber wir sammeln uns jetzt ein und dann kriegen wir wieder einen Umdeckel. Meine Güte, da war uns aber jemand nicht gut gewollt, gesonnen. Und wer wollte uns denn da überholen? Das war doch nicht Bowser. Doch, es war Bowser. Na, Schauser, da ist Bowser. So, dann bleiben wir heute mal an der Innenseite. Damit solche Unfälle nicht nochmal passieren, fahren wir heute auf der sicheren Innenseite. So, und nochmal den roten Pot. Na komm, so. Ruiuiuiui. Ryu Kenshin Dududai. Flieg ich mal so obendrein. Über Autos und die Busse. So mit Ende und dem Schlusse. So, Münze, 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 Münze. Mein, 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 mein. So, hier fahre ich wieder an der Außenwand. In der letzten Runde. Und hier muss man sagen, es war wirklich spannend. Aber ich fahre jetzt hier drüber durchs Ziel. Wuhu, yay. Wir haben es geschafft. Und wir wabbeln mit den Armen. Er fährt freihändig und wackelt mit den Armen. Und er fährt freihändig und wackelt mit den Armen. Und er 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 wackelt mit den Armen. Aber jetzt genug damit. Die Schlusstabelle. Wir sind mit 60 Punkten auf Platz 1. Haben damit alle Punkte abgesandt, die wir absahen konnten. Bowser ist auf Platz 2 mit 43 Punkten. Wendy ist auf Platz 3 mit 41 Punkten. Toadette hat ihren Platz gehalten mit 40 Punkten auf Platz 4. Donkey Kong auch seinen Platz mit 28 Punkten auf Platz 5 gehalten. Daisy ist gleich auf mit Baby Mario. Damit haben beide 24 Punkte auf Platz 6. Todd ist damit vom letzten Platz, hat er sich wirklich gut gemacht, auf Platz 8 vorgedroschen mit 17 Punkten. Auf Platz 9 ist Waluigi mit 16 Punkten, Metal Mario auf Platz 10 mit 15 Punkten, Shy Guy auf Platz 11 mit 11 Punkten und der Iggy auf dem letzten Platz mit 9 Punkten. Ja, ja, so spannend war das gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist der Iggy, der Lemmy ist vielleicht ein Geheimtipp? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir jetzt einfach mal zu den Rennergebnissen und wieder mal, meine Damen und Herren, wenn ich eins sagen darf, wir haben hier einen wunderschönen, farblosen, aber dennoch zeitgemäßen Ladebildschirm, der immer wieder Gefallen tut. Aber jetzt haben wir die Highlights des Panzercups mit 100 Kubik. Auf der Mukum-Farm haben wir Bowser einen roten Panzer eingedrückt und das haben wir sehr gerne getan. Haben eine Bananenschale benutzt und sind durch die Lüfte geflogen. Da haben wir uns gefreut. Und sind wieder gedriftet und haben Münzen eingesammelt, alle vor allem, und sind wieder durch die Lüfte gefallen und haben uns wieder gefreut und wir haben alle Rennen gewonnen. Und wir sind so oft durch die Lüfte geflogen und haben uns so oft gefreut, dass man einfach nur sagen konnte, yes, we have done it. Auf Platz 1. Und damit haben wir wieder erneut den Panzercup gewonnen. Wir dürfen wieder uns den eigenen. So, wir haben wieder einen neuen Charakter freigeschaltet. Wer hat wohl ich? Und wir haben 450 Münzen freigeschaltet. Gesammelt, Mann. Du hast 450 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Yay, was das wohl ist. Und wir können ein neues Bild im Miiverse pausen. Nein, lass mal. Danke. Aber die Stempel sind cool. Finde ich irgendwie besser als irgendwelche Kommentare. Wie auch immer. Damit kann man noch was anfangen. Besser als Trophäen, wollte ich sagen, als irgendwelche Bildchen, die niemand interessieren, aber trotzdem Erfolge sind. Wie auch immer. Jetzt wirklich. Damit haben wir 60 Punkte, 3 Sterne. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es geht weiter im Endscreen. Heute mal ein bisschen zügiger. Ja, der Endscreen mal wieder. Seid gegrüßt, sei auch heute wieder dabei im Endscreen. Ich weiß, du, wenn du hier zusiehst, guckst dir das wirklich an oder lässt es einfach durchlaufen. Wie denn auch immer sei, wir haben den Panzercup wieder zum zweiten Mal in Folge gewonnen und ich bin richtig stolz auf uns. Lemmy ist ein guter Charakter und den kann ich auch euch empfehlen. Ich hoffe auch, ihr seid morgen wieder dabei. Wenn's heißt, Let's Play Mario Kart 8 und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Das ist auch besser zum Finden des Videos, damit auch andere darüber lachen können, wie man fährt und ein bisschen Spaß dabei haben. Also, vielen Dank nochmal und ich hoffe, du bist morgen wieder dabei. Tschüssi. Tschüss. Racing for Alexand Racing steht da übrigens eingraviert am Rennen. Sehe ich gerade. Egal.